Hinter dieser Tür erwartet uns der letzte Stern, Prinzessin Peach und Bowser. Wenn man 70 Sterne hat, dann wird sich die unendliche Treppe auflösen und den BLJ gibt es nicht. Der wurde ja gepatcht, das sieht man auch hier. Aber Bowser wird auch gleich gepatcht. Und zwar durch Mario in den finalen Level von Super Mario 64. Bowsers Luftschloss heißt er und wir müssen hier wie immer die 8 roten Münzen sammeln. Aber das werden wir auch schaffen, hoffe ich natürlich. Denn davon hängt es ab, ob wir das Spiel zu den 100% abschließen oder nicht. Das hängt davon ab. Peach werden wir auf jeden Fall retten. Nee, das macht man nicht so. Denn hier gibt es eine Abkürzung, die ich euch zeigen will. Und die hat sogar geklappt, auf eine komische Art und Weise. Muss ich zwar sagen, normalerweise funktioniert sie anders. Aber ich nehme sie auch so an. So, dann darf man diese Münze hier auf keinen Fall vergessen, denn das ist eine der fiesesten. Und hier gibt es auch einen One-Up. In dieser Welt kann man, glaube ich, auch viele One-Ups kriegen. Aber auch wenn wir One-Ups nicht farmen, kommen wir auf die 100. Hier gibt es auch eine Abkürzung, die ich euch zeigen werde. Auch ein One-Up. Und zwar hier einfach mit einem Rückwärtssprung rübergleiten. Aber ich will den ganzen Weg sehen. Und ich will wissen, ob hier ein Glitch gefixt wurde. Mit diesem Ding hier. So, natürlich nicht. So, auch. Hä? Was war das? Keine Ahnung, was das war, aber was soll's? Marios Mütze habe ich ja nicht geholt, das will ich auch nicht machen, denn das soll ja ein Hard Mode sein und für das Finale werde ich es auch nicht benutzen, die Mütze, sondern ich werde Bowser im Hard Mode besiegen. Das steht fest. So. Ja, mit einer perfekten Einstellung gehe ich in das Spiel rein. So. Aber wir müssen das trotzdem irgendwie schaffen. Hier darf man aber auch nicht runterfallen. Und man sollte sich ein bisschen beeilen, damit man es schon schafft. So, ich werde jetzt vielleicht rumgehen, damit ich schon wieder nicht runterfalle. Dann muss man hier einen. Wow. Ich dachte, ich sterbe, aber ich habe blind diesen. Ich habe blind alles geplant und konfiguriert, damit Mario da sich dran hängt, um ein bisschen die Spannung hochzuheben. Damit er das alles wusste, das war kein Fehler. Das war alles absichtlich. So, du kannst mal sterben gehen. Und hier darf man nicht lange stehen, sonst wird man von dieser Flamme getroffen. Und hier darf man sich von diesem Dude hier nicht packen lassen, sonst schmeißt er einen Hund da. Hier einfache Dreifachsprünge machen, dann werdet ihr es auch schaffen, easy hochzukommen. Bowser wird mich mit nichts aufhalten, er wird gepatcht. Ein paar lame Flammenwerfer werden mich auch nicht aufhalten. So, Münze her. Und Weitsprung. Das wird mich auch nicht aufhalten, dieses schwierige Stage mit der Plattform. Bowser denkt, er kann mich mit seinen
Lebensspielzeug aufhalten, aber das wird nie klappen. Denn ich bin viel zu gut dafür. Ja, ja. Bin einfach ein Pro, der sich gerade von einer Flamme treffen lässt. Aber das kann auch passieren, nicht schlimm. So, und dann. Hier muss man einen Weitsprung machen. Man muss nicht auf diese lahmen Plattformen warten. Und dann einfach so weiter. Schräg springen, um ein bisschen abzukürzen. Hier auf diese drehbaren Sterne aus dem ersten Schloss. Und dann einen kranken Weitsprung hier hin. Dann fällt aber einen was auf. Die letzte Münze fällt. Und die ist ganz fies versteckt. Sie ist zwar nicht so fies versteckt wie die andere dort, aber auch sehr fies. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, die roten Münzen vergisst und dann zum Boss aufbricht, dann, ja, dann wird es zu Problemen kommen. Und hier ist er, der letzte Stern, der 120. Unglaublich, du hast einen weiteren Stern erhalten. Es ist vielleicht dir zusätzliche Kraft. Möchtest du speichern? Ja. Und jetzt der Moment, wo Bowser aus dem Spiel gepatcht wird. Let's go! Mario, wie schön dich sehen. Ich dachte gerade an eine Grillparty. Schon bist du da. Jetzt brauche ich nur wenigstens keine Gedanken zu machen, was ich grille, nämlich was ich grille. Ich habe keinen Bock auf Hühnchen, ich werde dich grillen. Dann gehört die Prinzessin endgültig mir und ich bin auf ewig der Herrscher des Schlosses. Oh Bowser, nein, du wirst jetzt von mir gepatcht. Okay, gepatcht klingt irgendwie, als würde er für ewig aus dem Spiel entfernt, ich meine natürlich besiegt. So, und hier kann man 999 Münzen farmen, wenn man lost ist, aber ich nicht machen. Und für mich ist dieser Bosskampf sehr schwer, denn ich kann irgendwie nie timen, wann ich ihn werfen muss. Das eben habe ich gerade gemeint. Jetzt fällt er runter. Und der erzeugt eine Druckwelle. Sogar doppelt. Und ich habe die Hälfte der Leben schon verloren. Da muss man vorsichtig sein. Und er setzt sie oft ein. So. Bowsy, mein Kleiner. Normalerweise ist der Kampf nicht so schwer. Aber ich kann ihn halt nicht. Ja. Deshalb kann ich ihn auch nicht. Und er zerstört auch immer ein Stück des Kampffeldes. Und wenn eine blaue Flamme spawnt, dann ist das extrem schlecht. Hier sind drei Münzen gespawnt. Und so kann man. Wow, das ist noch gut gelaufen. So kann man 999 Münzen farmen. Ist zwar extrem langweilig und lange, aber es geht. Aber ja, es wurde in dieser Version gepatcht, der Glitch mit den 999 Münzen. So. Ja, genau. Bowser. Jetzt fall mal doch auf eine Bombe drauf, bitte. Ja, genau das, genau. Solltest du immer. Mario, wieso hast du seinen Schwanz nicht geschnappt? So, aber jetzt hau ich dich auf jeden Fall auf eine Bombe. So. Jetzt hast du dein erstes Leben verloren. Es ist natürlich so, dass Bowser mehr Leben hat als in den ersten Kämpfen. Und ich sollte ihn schmeißen. Das wäre sogar fast richtig, weil die blauen Flammen
Sie sind sehr fies. Die blauen Flammen sind die fiesesten bei dem finalen Bosskampf, denn sie werden einen verfolgen. Wenn man Bowser geschnappt hat und von einer blauen Flamme getroffen wird, dann ist das... Ja, genau. Dann ist das sehr schlecht. Ach Gott. Auf den DS sieht diese Stage auf der DS-Karte, auf dem Touchscreen besser gesagt, wie eine Münze aus. Und wie alle wissen, obwohl ich werde das vielleicht nicht spoilern. Okay, Vorsicht, Spoiler. Wird am Ende die Stage zu einem Stern geformt. Shit. Oh shit. Oh shit. Bowser, du könntest mal ein bisschen rennen. Habe ich eigentlich in ein Leben abgezogen oder schon zwei? Eins. Bowser. Oh Gott, du Vollidiot. Renn ein bisschen. So. Ja, nicht so. Mario. Mario. Okay, ich versuche ihn zu der Bombe zu lenken. Jetzt werden Münzen spawnen und diese Attacke ist eigentlich fies mit seiner Kameraausfahrt. Münzen. Yeah. So. Ah. Schnapp ihn an seinen Schwanz. So. Jetzt werde ich mal ein bisschen lang. Das war jetzt völlige Blödheit. Aber ich kann auch nichts dafür. So, jetzt muss ich ihn irgendwie schnappen. So, natürlich nicht. Bitte spawn Münzen. Bowser, du Arsch. Du dreckiger Arsch. So, jetzt hast du aber auch die Bombe geleitet. Und jetzt, wenn man ihn auch schnappt, man kann ihn nämlich sofort schnappen, wird er trotzdem die Stampfattacke ausführen und die Stage wird zu aus einer Münze. Sage ich mal lieber, wird die Stage zu einem Stern geformt. Yeah! Und Bowser ist KO. Ich glaub's nicht, du hast mich besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Meine Truppen, die Sterne, alles umsonst. Was? Es gab insgesamt 120 Sterne im Schloss zu finden. Dann habe ich wohl einige bei meiner Suche übersehen. Das ist der sogenannte Secret Ending. Bowser sagt nur diesen Satz, wenn man auch alle 120 Sterne gesammelt hat. Wenn man 120 Sterne nicht gesammelt hat, dann wird das nicht auffloppen. Jetzt kehrt die Frieden zurück in die Welten der Gemälde. Was für ein fürchterlicher Gedanke. Oh, da kann ich mir nicht länger ansehen. Ich verschwinde so lang bis zum nächsten. So lang. Bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Ja, du kommst wieder. Das wissen wir ja. Und hier ist er, der große, der 121. Stern, der aber nicht gezählt wird. Und Mario hat jetzt eine Cappy, endlich. Und mit dem 121. Stern wird Mario fliegen können. Und da sind wir zurück beim Schloss. Und Mario hat seine Mütze natürlich. Und der große Stern befreit Peach, die dort oben in den Gemälde eingesperrt war. Dun, dun, dun,
Und wo? Und da kommen auch die Toads, aber von wo? So, endlich ist alles zu Ende. Mario hat natürlich seine Mütze. Ist wahrscheinlich schnell in die Wobbywüste gegangen und sie abgeholt. Und ja. And it's all thanks to you. Thank you, Mario. We have to do something special for you. Und er kriegt einen Kuss auf seine fette Nase. Und er freut sich natürlich darüber. Listen, everybody. Let's bake a delicious cake for Mario. Und jetzt wird ein Kuchen gebacken. Und wieso steht der Toad da oben so? Und Mario guckt zu uns natürlich, nicht zum Lakitu. Lakitu wird auch jetzt seinen Job beenden, denn diesen Lakitu gab es nie mehr, den Film Lakitu. Und in den Credits sehen wir nochmal alle Welten und die Entwickler. Ja, Super Mario 64, ein absolutes Meisterwerk der Spieleserie. Das habe ich ja schon erzählt. Es könnte auch vielleicht das beste Mario 3D sein, nach meiner Meinung nach natürlich. Aber ja, ich kann mich nicht entscheiden, was das beste 3D Mario ist. Das war der letzte Part mit Super Mario 64. Natürlich wird der Super Mario 3D All-Stars Let's Play nicht enden. Denn es gibt noch Super Mario Sunshine, Mario Galaxy und ja. Was ich aber kritisieren an dem Remake oder an den Ports will, dass es keine Remakes sind. Denn Super Mario 64 hätte ein Remake verdient. Wenn wir zum Beispiel dieses Spiel mit dem PC-Port von Super Mario 64 vergleichen, dann ist dieses Spiel hier, dieses Port von Super Mario 64, nichts. Der PC-Port ist eigentlich kein Port, sondern ein PC-Remake, der alles, der HD-Modelle besitzt, der neue Fähigkeiten einbaut und alles gut überarbeitet. Aber was soll's, Super Mario 64 bleibt trotzdem ein absolutes Meisterwerk, obwohl es auf die Switch ein besseres Remake, ein besseres Teil bekommen könnte, aber die Entwickler haben es ja auch nicht gemacht. Ja, zumindest könnten sie es so machen, damit das Spiel in 16:9 läuft, aber nein. Denn das schaffen auch die Emulatoren, das Spiel in 60 FPS und in 16:9 zu bringen. Aber hier natürlich wurde das nicht gemacht. Obwohl ich glaube, das Spiel läuft in 60 FPS. Aber ich erinnere mich nicht ganz daran. Und ja. Ich bin jetzt extrem traurig, weil wir fertig mit Super Mario 64 sind. Aber was soll's, und was haben wir da denn Grünes oben gesehen? Ach, das werden wir später rausfinden. Und wieso ist es so dunkel? Und hier bedankt sich Mario und Peach mit einem Kuchen. Und wie starte ich jetzt weiter? Was soll ich jetzt machen? Oh Gott! Dann werde ich jetzt kurz rein und raus gehen. So, das haben wir ja schon im ersten Part gesehen. Das ist für uns nicht interessant. Aber es gibt da was, wenn man 120 Sterne sammelt. Eine Belohnung.
für die 100% Spieler. Ich hoffe, das wurde gespeichert. Ja, 120. Mario hat natürlich seine Mütze nicht. So, und zwar öffnet sich diese Kanone und wir haben ja schon auf dem Dach was Grünes gesehen. Alle wissen, was das ist. So. Und es gibt hier... Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Es gibt hier doch einen Glitch, den man mit der Kanone ausführen kann. Und den werde ich auch probieren. Ich will wissen, ob sie den hier gefixt haben. Obwohl, ich glaube nicht. Das, ich weiß nur eins. In Super Mario Sunshine wurde kein einziger Glitch gefixt. Läuft nur in 16:9. Das war's. Bei Super Mario Galaxy... bei Super Mario Galaxy ist das etwas anders. Aber dazu kommen wir später zu sprechen. Jetzt will ich dieses absolute Meisterwerk beenden. Hier gibt es... Hä? Der war doch gerade hier. Ach, da bist du. Yoshi. Hey Mario, seit unserem letzten Abenteuer ist es viel Zeit vergangen. Yoshi, ich freue mich, dich wiederzusehen. Man erzählt mir, dass ich dich hier treffen könnte. Aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Das war, du hast Bowser besiegt und alle gestohlenen Bausteine zurückerobert. Unglaublich, Yoshi. Und die Prinzessin, du hast sie gerettet. Cool, wie damals auf Yoshi's Island. Jöi, aber ich wollte natürlich, dass du es schaffen würdest. Nun habe ich noch eine spezielle Nachricht für dich. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Du hast jetzt alle Sterne gefunden und damit das Spiel beendet. Aber wir haben... noch eine kleine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird dir gefallen, denn du kannst das Spiel mehrmals unter veränderten Bedingungen spielen. Viel Spaß. Es könnte sein, dass du dabei eine neue Entdeckung machst, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Man kriegt von Yoshi 100 One-Ups. Und das habe ich auch gemeint. Wir werden auf die 100 kommen. Tschüss, Yoshi. Wir sehen uns wieder. Doch, es gibt eine Sache. Und zwar, wenn man die 100 hat, dieser Dreifachsprung. Und das sind auch die veränderten Bedingungen. Das werdet ihr gleich sehen. Jetzt will ich aber ein bisschen mit der Flugkappe rumfliegen und einen Glitch ausprobieren. Und zwar gehen wir in die Kanone rein. So. Und wir müssen jetzt, glaube ich, hier so... Nein, nicht hier. Oder war das hier? Oder war das oben? Keine Ahnung, wo das war. Aber irgendwo gibt es so eine Stelle, wo man in das Schloss reinkommen kann. Und ist das mit den... Warte mal, ist das mit den 100 One-Ups dazugekommen? Denn was ihr hier seht, ist, dass Mario so rumfliegt. Denn normalerweise wird er schneller fallen mit der Mütze. Aber wenn ich A gedrückt halte, dann wird er ein bisschen so schweben. Wie mit dem Tanuki-Pilz oder Tanuki-Blatt. Ist das neu? Oder war das schon so? Das hier meine ich. Ich mach mal hier jetzt so das. Normalerweise hätte ich jetzt Schaden genommen. So springe ich normal. So und so mit diesem Teil hier. Aber ich weiß ja nicht. Ich will jetzt den Glitch rausfinden. Haben sie ihn gefixt? Oder nein?
Das will ich wissen. Ich weiß nicht, war er hier oben? Oder... Ich glaube, der war hier oben. Und ich glaube, der wurde gefixt. Nee, ich glaube, der wurde gefixt. Ist halt schade, denn den fand ich cool. Aber was soll's. So, kann ich eigentlich mit diesem Super Dreifachsprung auch Damage nehmen, wenn ich das so jetzt mache? Nein. Und das ist das Ding. Man nimmt kein Damage jetzt, wenn man diesen Dreifachsprung ausführt. Ich werde das auch euch jetzt auch zeigen. Und wir werden auch unsere Mütze zurück erobern. So. Und was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung. Juhu! Peach kann man leider nicht mehr in den Schloss finden. Aber was soll's. So, dafür müssen wir jetzt in den Untergrund. Und gehen wir zuerst in die Lava-Welt. Da kann ich euch ja es schön demonstrieren. Und natürlich in der Welt. In der Sandwelt, Sandtrockenwüste-Welt, keine Ahnung, wie sie sich nennt. So, das ist ja klar, aber jetzt kommt das Ding. Zum Beispiel, ich kann mit dieser Wirbelattacke oder dieser Dreifachsprung über die Lava springen und ich nehme kein Damage, bevor ich nicht so normal Mario wieder werde. Aber ich glaube, jetzt bin ich einmal gestorben und das wird nicht mehr so sein. Ah nee, doch, die Ability wurde gespeichert. Hoffe ich natürlich. So, jetzt holen wir was zurück, was eigentlich uns gehört. Hat es der Gaia? Nee, der hat jetzt den Stern in dieser Mission. Dann muss ich mich kurz umbringen oder ich kann euch ja was zeigen. Und zwar funktioniert das auch bei diesem Treibsand. Ja. So funktioniert es. Perfekt. Ach, ich will das Spiel nicht beenden. Ich will es weiterspielen. Ich will noch mehr Welt. Oh Gott, jetzt habe ich den selben Fehler wieder gemacht. Oh Gott. Okay, ich zeige euch es euch hier. So, im Treibsand sterbe ich auch nicht. So, und jetzt wird man auch nicht 10.000 Mal Game Over gehen wie ich. So, jetzt werde ich den Gaia, den riesen Gaia, meine Mütze abnehmen. Dieses One-Up hole ich mir, damit ich meine Ability habe, obwohl es hängt, glaube ich, jetzt nicht mehr davon ab. Und zum Beispiel hier kann ich es jetzt so machen, wenn ich will. Zum Beispiel. So. Ja, aber ich sterbe nicht, zumindest nicht mit diesem Dreifachsprung. Und das wird überall funktionieren. Über Lava, über Gift, über dieses Teil hier. Aber natürlich nicht über Abgründe. Und ihr müsst bedenken, dass ihr nach diesem Sprung wieder zu normalen Mario werdet. Ja, jetzt wollte ich zu viel. So, Mario, reiß dich zusammen. Wir müssen deine Mütze zurückholen. Der Gaia, der Riesengeier, wird gleich was erleben. Was mich eigentlich interessiert, wird das auch so klappen? Ich glaube, an steilen Sachen klappt es nicht. Oder doch? Und wie das klappt an steilen, an diesen Klippen? So, für alle Fälle mache ich es so. Yeah. So, Riesengeier. Da bist du, gib mir meine Mütze zurück, du Arsch.
Da ist sie. Meine Cappy. Der will sie uns natürlich jetzt auch abnehmen. Aber wir erlauben es ihm nicht. Wir werden uns jetzt einen Easy-Stern holen, um unseren Fortschritt abzuspeichern. Und das Spiel erfolgreich beenden. Wollte ich sagen, über diesen Treibsand funktioniert es auch sehr gut. Und wie beende ich jetzt das Spiel erfolgreich? Keine Ahnung. Aber was soll's? Kann man eigentlich wieder aus der Pyramide raus? Weil es gibt ja theoretisch hier den Ausgang. Man muss es nur schaffen, da reinzukommen. Und das ist halt unmöglich. Ja, fast hätte es geklappt. Wir gucken, was da es so gibt. Wir sehen es nicht. Also, ich werde mich mal kurz umbringen. Hier, damit es schnell geht. Und mit dieser stolzen Anzahl an One-Ups und Sternen beende ich diesen Part. Der letzte Part von Super Mario 64. Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann schreibt mir es in die Kommentare, wie eure Meinung ist zu dem Spiel. Und ich verabschiede mich, denn der All-Stars LP ist natürlich noch nicht fertig. Wir müssen noch Mario Galaxy Let's Playen. Wir müssen noch Super Mario Sunshine Let's Playen. Aber mit Super Mario 64 war es das. Leider. Ich bin sehr traurig, aber so ist es halt. Ich freue mich dann auf Super Mario Sunshine und auf Super Mario Galaxy. Denn mit Super Mario Galaxy wird es eine neue Erfahrung für mich. Denn auf dem Emulator habe ich es mit dem Pro Controller gespielt. Und auf der Switch werde ich es mit Bewegungssteuerung spielen. Das wird eine Erfahrung für mich. Denn mein Nunchuck funktioniert ja leider nicht. Und deshalb also Daumen hoch für das Video und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und tschüss!